Hey ihr, da bin ich wieder und ziemlich spät, will ich meinen. Nicht nur der Zeitpunkt der Aufnahme hier, wir haben mittlerweile irgendwie so 10:30 Uhr abends oder sogar schon 11 Uhr, keine Ahnung, ich weiß es nicht, sondern ich bin noch sehr, sehr spät dran, was diese Box hier angeht. Das hier ist die, lass mich jetzt gerade nicht lügen, die April-Wutbox, ja? Die kam jetzt aber auch erst diesen Freitag, also letzten Freitag bei mir an. Ich nehme das Ganze hier am Samstag halt auf. Und irgendwie hatten die da Lieferprobleme mit irgendeinem Item, ich weiß nicht mit welchem und warum das so war. Und als dann gestern die Box kam, da war ich im Phantasialand und konnte dann nicht aufnehmen. Und dann, als ich dann abends nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass ich alt geworden bin. Und dass so ein ganzer Tag in einem Park mich dann doch ein bisschen sehr schlaucht und ich war dann wirklich verdammt müde. Ja, und heute habe ich dann noch den neuen Avengers geguckt, übrigens ein hammergeiler Film. Und deswegen komme ich auch jetzt erst dazu, das Video erst zu machen. Und habe mir echt überlegt, ob ich überhaupt diese Box in einem Video auspacke oder ob ich es einfach ganz sein lasse, einfach weil schon so spät ist, ja Mai, das ist halt April-Ding. Das haben schon andere Leute, die halt auch, naja, Videos zu dieser Box haben, das Ding schon vor Tagen gemacht, weil die wurden dann wohl auch offensichtlich nicht gleichzeitig losgeschickt, sondern irgendwie so die einen jetzt, die anderen später. Und ich bin einer von denen, der die halt später bekommen hat. Die Sache ist immer mit diesen Lootboxen, wenn du zu spät bist, hast du Pech, was halt, naja, die Views auch einfach angeht. Ja, jetzt wisst ihr ja, ich mache das Ganze hier nur so hobbymäßig und mir ist eigentlich prinzipiell relativ egal, ob das jetzt 100 Leute gucken oder 1500 oder 100.000. Ich meine, das ja, was mir Spaß macht, aber trotzdem, ich weiß auch nicht, so wirklich Lust, vor allen Dingen, weil ich auch wusste, schon was in dieser Box drin ist, weil diese Wutbox-Gruppe, die ich bei Facebook in der ich bin, beziehungsweise ich kriege dann auch immer dann Werbung halt angezeigt von der Wutbox und dann war, ey, und wie hat dir hier die April-Wutbox gefallen? Riesiges Bild mit allem, was drin ist, so wunderbar, super. Ja, da freut man sich auch schon, was kommt. Und ich habe halt eigentlich auch gemerkt, dann in dieser Box sind jetzt nicht wirklich so viele Sachen drin, die mir gefallen. Gut, ist halt wie immer persönliches Pech, aber was soll's. Aber egal, ja, das so viel dazu, warum das jetzt erst kommt. Immerhin ist hinter mir alles ein bisschen bunter als sonst. Ich hoffe, das gefällt. Ich fand halt irgendwie so eine lustige Idee, da so eine kleine Lichterleiste dahin zu machen, weil mir das irgendwie immer hier im unteren Bereich etwas zu dunkel war, die Videos. Ansonsten bin ich mit der Ausleuchtung hier, weil das ist noch ein bisschen neu hier alles, das Ganze. Mittlerweile ziemlich zufrieden, auch hier mit diesen zwei Tischen jetzt halt. Das kann man erstmal alles so lassen. Ja, gut. Genug dazu, genug Vorwort, das sollte reichen. Pack mir mal die Wutbox aus, die wahrscheinlich, abgesehen von den 5 Leuten, die nur meinen Kanal verfolgen, nicht wissen, was hier überhaupt drin ist. So, was haben wir hier? Als allererstes haben wir das Loot-Heftchen und selbst da haben sie gespart. Das war früher so ein richtiges Heftchen. Jetzt ist das einfach nur so ein Ding hier zum Aufklappen. Ich drehe es jetzt gerade nicht um oder doch, kurz da, zack, haha. Jetzt habt ihr gesehen, was da drin ist und ob das jetzt immer so bleibt, ich mach einfach so, scheiße, eh was drin ist. Das weiß ich nicht, aber ich fand das alte bisschen besser, weil das hat irgendwie, keine Ahnung, das hat was von Sparen und das muss unbedingt billig gemacht sein und keine Ahnung. So, ihr merkt schon, ich habe eigentlich gar keine Lust und ich bin sehr demotiviert, was diese Box halt angeht, weil sie so spät kam. Und weil ich dann erwarte ich schon jeden Tag eigentlich die Mai-Wutbox. Und jetzt ist die April-Wutbox da. Egal, macht nichts. Hier haben wir jetzt erstmal den Pin, der mal dabei ist. Das hier steht drauf Fight Club. Und naja, der soll wohl mehr als offensichtlich aus dem Film Fight Club sein. Die ganze Wutbox, die wir gerade gucken, hat ja da Ding, die ist eben gerade weggeworfen. Die hatte das Thema Versus. Ja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht einem erklären, was das heißt. Und dazu passt dann natürlich dieser Pin hier wunderbar. Da kommt auch immer eine Pinwand. Diese Pinwand, ich habe mal vor ein paar Jahren für die ganzen Pins, die ich habe, von Freunden so eine schwarze Kork-Pinwand geschenkt bekommen, die ich super toll finde, aber für die ich einfach zum Aufhängen keinen Platz habe und die steht irgendwie immer irgendwo auf der Erde rum. Aktuell, glaube ich, im Wohnzimmer. Was natürlich schade ist, weil da sieht man sie kaum und ach, wenn ich jetzt aber hier direkt hinter mich mache, dann da fällt sie nicht auf, weil da bin ich mit meinem Schädel dann davor, mit meinem ganzen Körper halt. Und hier so an den Seiten, ach, da sähe es auch nicht gut aus, finde ich. Ich muss mir mal aber für das Ding mal irgendwo einen schönen Platz überlegen. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Egal, machen wir mal hier weiter und zwar mit der Tasse, die hier drin ist. Und zwar ist das eine Tasse, eine Pokémon-Tasse. Und obwohl hier die gelbe Ratte drauf ist, finde ich die trotzdem
ziemlich cool. Also hier sind die drei Starter aus den allerersten Editionen halt, also sprich dieser Samenklumander, Shi und Shigi und dann halt, naja, die gelbe Ratte halt noch, Pikachu. Aber ich finde sie irgendwie schön, wie sie macht. Und vor allen Dingen, was ich auch cool finde, ist, dass auf der Tasse selber bei den einzelnen Pokémons stehen die Nummern von denen halt, also in welcher die halt in dem Pokédex drinstehen. Und die gefällt mir. Ich finde diese Tasse, da kann man noch alles sehen, ich finde sie wirklich cool gemacht eigentlich. Da kann man nicht meckern. Und die werde ich auch behalten, die werde auch auf, da werde ich auch auf jeden Fall das ein oder andere Mal irgendeinen Kakao draus trinken. So, oder so irgendwas anderes. Jetzt haben wir hier was von One Punch Man. Und zwar ist das hier so ein Schlüsselanhänger. Und davon kann ich das zeigen. Na, vielleicht gleich hier. Da gibt es halt verschiedene Schlüsselanhänger. Jetzt habe ich ja schon Bilder gesehen und auch in dieses Loot-Häftchen hier schon reingeguckt. Und zwar immer derselbe Schlüsselanhänger zu sehen. Und zwar war es halt, naja, der One Punch Man selber. Und in seiner Pose, wo der halt so ein bisschen böse guckt, in einem Arm dann nach oben reckt. Ich hoffe, dass halt nicht nur das ist, weil ich finde zwar die Serie cool, aber so ein anderer wäre schon schick. Und ich habe, nee, genau denselben. Guck mal da. Nee, obwohl, bei mir guckt der gar nicht so böse. Oder ich vertue mich. Auf jeden Fall hier wird eine, wo der die Hand nach oben streckt. Finde ich eigentlich ganz cool, diesen Schlüsselanhänger. Allerdings werde ich mit den nicht an meinen Schlüssel halt dran machen, weil der ist einfach viel zu groß und zu klobig. Und ich habe halt schon einen Schlüsselanhänger dran. Und zwar von Overwatch hier aus dieser, da kann man noch da unten so ein bisschen sehen. In dieser Winterbox, die ich auch dann mal verlost habe. Das Ding habe ich dran. Fast den Faden verloren. Was ich aber cool finde, hier oben das Teil, was dann halt dann irgendwo am Schlüsselbund hängt eigentlich oder so, das sind so zwei Fäuste, die so zusammengehen. Das ist lustig gemacht. Das finde ich toll. Das ist mal was anderes. Obwohl das auch noch aus so einem blöden Plastik ist und wahrscheinlich relativ schnell kaputt geht. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, kann der stehen? Ja, so. Dass das halt wirklich lange hält. So, machen wir mal hier weiter. Das hätte mich eigentlich gefreut, was jetzt kommt. Und zwar, ein Funko Pop. Das ist ein Funko Pop von, hier steht einfach nur Avengers drauf. Also, doch, es ist von vom Endgame. Ich erzähle jetzt nichts, außer, dass ihr den Film unbedingt gucken müsst. Vor allen Dingen, wenn ihr den, also ihr müsst eigentlich die Filme davor gesehen haben, weil der Film einzeln nur zu gucken, ich glaube, da kommt man gar nicht mit und da rafft man nichts. Aber sehr, sehr cooler Film. So, und hier ist da drin, ich habe hier den Iron Man. Was ich aber leider sagen muss, ist, dass der mir von diesen Charakteren, die hier halt dabei sind, die es halt bei Avengers gibt, auch in der Pose, die er hat, ich finde ihn super langweilig. Ich finde ihn wirklich, der hat halt dieses, steht einfach nur so da. Ja, und guckt wahrscheinlich grimmig im Helm, man kann es ja nicht sehen, wie er guckt. Ich finde es doof. Ich hätte lieber ein Tor gehabt. Und zwar kann man auch hier auf der Rückseite sehen, das ist ja nun kein Spoiler, vor allen Dingen, weil es die auch mittlerweile schon im GameStop zu kaufen gibt, den Thor in diesem komischen weißen Badeanzug da. Aber ich habe auch gesehen, es wird auch noch einen anderen Thor geben. Ich verrate nicht welchen, weil wenn ich jetzt verrate, wie der aussieht, das wäre ein nicht massiver Spoiler, aber ein Spoiler, den ich leider schon vorher gesehen habe, was mich dann ein bisschen geärgert hat. Das ist unglaublich. Also, wenn man sich mit Funkpops beschäftigt, die Dinge, die Ankündigungen von Funko Pops, die spoilern teilweise wirklich massiv irgendwelche Filme, die gerade erst angelaufen sind oder auch noch anlaufen werden. Ich habe echt schon ein paar Mal erlebt, dass ich eine Vorankündigung für einen Funko Pop gesehen habe, zu einem Film, den ich noch gucken wollte, und da war halt irgendwas mit einem Charakter, wie es in diesem Fall halt Thor, wovon ich jetzt aber nichts verrate, Spoiler war. Das ist unglaublich. Ja, das. Wieso? Wieso macht man das? Naja, ist auch vollkommen egal. So, das ist auch schon das letzte Item. Und darauf hätte ich mich eigentlich sehr, sehr, sehr gefreut. Vor allen Dingen, man erfährt ja auch immer so in der Vorankündigung, ey, wir haben was aus dem Themenbereich in der Wootbox drin. Jetzt weiß ich, von Avengers haben sie gesagt. Es gab was von One Punch Man und Pokémon. Das ist auch alles richtig. Und da haben sie auch noch eine Ankündigung gemacht, ey, wir bringen was von Warcraft raus. Oder von World of Warcraft. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie sie es genau gesagt haben. Oder es sind auch eigentlich immer nur Bilder. Und da dachte ich mir so, geile Sache, weil das spiele ich ja so gerne. World of Warcraft ist immer noch, nach all den Jahren, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, in dem ich auch wirklich jeden Tag
mehrere Stunden verbringe, mal mehr, mal weniger. Und ich spiele aber, muss ich dazu sagen, ungefähr 90% oder mittlerweile 95% Allianz, den Rest Horde. Einfach aber wirklich nur aus dem Grund, weil mir die Charaktermodelle bei der Horde einfach nicht wirklich zusagen. Ich finde die Goblins noch irgendwie ein bisschen lustig und schick. Aber ansonsten, abgesehen von den Blutelfen, die ganzen Kerle bei der Horde, oh, die sind alle so krumm und buckelig und eigentlich, wenn die tauchen, cool, aber die Viecher kratzen sich die ganze Zeit am Arsch, wenn sie nur 5 Sekunden rumstehen. Ach, das mag ich nicht, ja. Auf jeden Fall, hier World of Warcraft, um was ist drauf? Ah, kann man das eigentlich sehen? Das ist jetzt viel zu dunkel. Das kann ich jetzt gerade gar nicht beurteilen. Sylvanas, ja. Also die aktuelle Anführerin der Horde, der Warchief, oder heißt, gibt es auch eine weibliche Form von Warchief? Warchief halt, ja. Die Anführerin der Verlassenen auch. Und das Motiv an sich ist cool. Es ist wirklich cool gemacht. Obwohl das im Hintergrund eigentlich eher, das hätte auch für einen Vampir was sein können, um ehrlich zu sein, ja. Die ganzen Fledermäusen, die hier rumfliegen und so. Aber ich werde kein T-Shirt mit Sylvanas tragen. Erstmal, ich spiele keine Horde oder extremst wenig. Und dann dazu noch, ich finde die Entwicklung, die sie durch, ich meine, die war eh schon immer ganz schön durchgeknallt, auch als sie noch gelebt hat, glaube ich. Aber seitdem die untot ist und seitdem die so viel Macht hat, dreht die Alte ja voll am Rad. Ja, die kannst du ja für nichts mehr gebrauchen. Das ist ja unglaublich. Und trotzdem gibt es noch Leute, die sagen, für den Warchief, für die Horde. Nein, mein Gott, kommt mal klar. Ey, das ist doch, ist egal, anderes Thema. Darüber will ich mich jetzt auch um die Uhrzeit nicht mehr aufregen. Ja, und das hier war's. Das hier war alles, was in der April-Wootbox drin ist. Ich find's halt schade, dass das schon, dass die so spät kommt. Gut, wenn man halt Probleme hat mit irgendeinem Artikel, dann ist das so, dann kann man daran auch nichts machen, klar. Da können die Leute vom Wootbox bestimmt selber nichts für. Und dass sie dann alles peu à peu halt losgeschickt haben, wahrscheinlich, oh, die Box ist fertig, weg, da haben wir Taubsort, die Leute kriegen's endlich. Kann ich irgendwo aufstehen, nur ich finde es jetzt aus persönlichen Gründen für mich selber halt doof und ich finde es auch doof für meinen Kanal, der halt auf so Boxen halt angewiesen ist, weil ich halt nur Unboxings mache eigentlich soweit oder halt Sachen zeige, die ich halt mir gekauft habe im Pop-Day zum Beispiel, weil es ja irgendwie geht in dieselbe Richtung. Ach, das finde ich halt einfach schade, wenn dann etwas so spät erst kommt, nachdem das auch dann schon ganz viele andere halt hatten, weil das interessiert auch kein Mensch mehr, das ist, wie bei das ich, wollte eigentlich ein Fußballspiel gucken, kannst du da eigentlich nicht und dann kannst du es auch nicht im Fernsehen gucken und dann liest du was davon in der Zeitung und wie das Spiel ausgegangen ist und Freunde erzählen dir was von und dann guckst du dir dann das Spiel aber dann mal im Nachhinein an, das macht eigentlich gar keinen Sinn und Demi fühlt das gerade hier mit dieser Box halt so für mich an. Aber egal, die nächste Box wird hoffentlich besser. Das wird dann auch nächste Woche die Loot Chest sein, aber auch diese Box wird nicht so früh auf meinem Kanal vorgestellt werden wie normal. Zwar, also die wird höchstwahrscheinlich zumindest mal am 16. wieder hier ankommen, nur das ist eine, ich habe ja sonst immer eigentlich das Glück, dass immer, wenn die kommt, bin ich morgens zu Hause, weil ich halt Spätschicht habe oder ich habe Nachtschicht oder gar Freischicht. Ich habe auch mal frei, da kommt auch mal vor. Aber gerade nächste Woche am 16. werde ich Frühschicht haben. Und dann komme ich dann erst um 2 Uhr nach Hause und dann kann ich erst das Video machen. Und bis ich das dann gemacht habe und hochgeladen habe, dann geschnitten mit meinem Programm und dann hochgeladen habe, also ich kann eigentlich schon, denke ich mal, fast sagen, so im besten Fall 5 Uhr, aber vor 18 Uhr werdet ihr die Loot Chest auf meinem Kanal nicht sehen. Und auch das könnte eventuell dann wiederum zu spät sein. Weil mit diesen Lootboxen, da muss man, finde ich, glaube ich, relativ schnell sein. Ansonsten haben schon 10 andere. Und wenn man zu spät ist, ist mal zu spät. Aber ich weiß auch, dass viele von euch sich auch dann das wahrscheinlich dann trotzdem noch bei mir angucken werden. Auch das hier, weil ihr aus irgendwelchen Gründen auch immer mögt, wie ich das halt hier alles mache. Vielleicht sogar mich als Person, wer weiß. Und das weiß ich natürlich extrem zu schätzen, sowas. Das finde ich toll, das finde ich klasse. Das gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn ihr dann, wenn ich unter meinen Videos sowas lese, wie, bist voll sympathisch und so, dann ist ja, coole Sache, ja. So will ich auch rüberkommen. Das macht dann natürlich Freude. Ja, ansonsten, wie hat das hier war's? Das Video müsste jetzt eigentlich am Sonntag hochladen werden. Deswegen sage ich einfach mal, habt noch einen schönen Sonntag, macht immer Tolles, ganz egal, wie das Wetter ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich vielleicht beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschö, tschö.